Guten Abend. Schlechter als diese Krise gibt es nur die Tatsache, dass wir das nicht, diese Gelegenheit nicht nutzen würden. Den Virus, den wir gerade noch besiegen, stellt unser Überleben sogar in Frage. Aber er zwingt uns, etwas zu verifizieren. Wenn wir das Risiko laufen, das Leben zu verlieren, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf Kollektivebene, das stellt sich die Frage, das, was ich tue, ist wirklich notwendig? Das, was mir so viel Mühe kostet, ist wirklich so wichtig? Die Krise, die wir leben, ist eine Gelegenheit, diese grundsätzliche Frage über den Sinn zu stellen. Fragen, die wir uns oft nicht mehr stellen. Aus dieser Verifizierung sind die, von dieser Verifizierung sind die politischen Institutionen nicht ausgeschlossen. Oft wird gefragt, ist die Politik noch nützlich heute, wo unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Möglichkeit des ökonomischen Wohlstands, heute ist das alles in Frage. Sind die Institutionen noch in der Lage, sich rechtfertigen? Können uns zu unserem Leben einen positiven Beitrag leisten? In Zeiten der Unsicherheit, die wir leben, können wir ihnen noch vertrauen? Diese Frage war aus meiner Sicht schon im Raum vor der Pandemie. Das kam schon in der Krise im Jahre 2008 zum Vorschein. Aber diese Gesundheitskrise hat diese Fragen gestärkt. Und aus meiner Sicht sollten wir vorsichtig sein, sinnvolle Fragen wie diese zu stellen, zu unterscheiden mit den Fragen, die eigentlich nur zu Populismus führen. Ich denke, dass gerade weil diese Fragen nicht ernst zu nehmen genommen worden sind, so viel Unvertrauen, Antipolitik-Bewegungen entstanden sind. Wir müssen einfach anerkennen, dass den Herausforderungen nun mal gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, diejenigen, die die Krisen nutzen, um sich zu verändern. Und diejenigen, die diese Gelegenheit verpassen. Und oft die Institutionen der Politik haben sich oft in dieser zweiten Kategorie befunden als in der ersten. Heute sind wir sehr dankbar, dass wir sehr wichtigen Figuren der institutionellen Organisationen haben. Und wir fragen, haben wir die Gelegenheit, die diese Krise darstellt, verpasst oder nicht? Und ich möchte dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli, für seine Teilnahme danken. Und zwei weiteren Gästen möchte ich mich bedanken. Der Präsident der Region Friaul-Julisch-Venetien, Massimiliano Fedriga, der auch Präsident der Konferenz Staat-Regionen in Italien ist. Und unser dritter Gast ist nicht eine Figur, die in der Politik tätig war. Er ist ein Professor, Professor Sabino Cassese, der uns zugeschaltet ist. Professor Cassese ist einer der wichtigsten Experten in der Analyse der politischen Institutionen, auch
und deren Entwicklung in der Zeit. Er ist anerkannt in Italien und auf der ganzen Welt. Der Professor ist Freund des Meetings seit einiger Zeit und hilft uns im Nachdenken, in den Überlegungen über diese Institutionen. In einem Buch vor kurzem hat sein Vertrauen in den Institutionen bekräftigt. Die Institutionen geben uns die Regeln, verteilen Aufgaben und Verantwortlichkeiten und diktieren die Zeiten. Die Institutionen bestimmen das Wohl einer Gemeinschaft. Es ist nicht die Wirtschaft, die die Institutionen bestimmt. Die Institutionen spielen hier eine wichtige Rolle, und das ist ein bisschen eine Überraschung, weil viele sagen, die Wirtschaft soll vorerst mal sich wieder starten, aber die Entwicklung der Wirtschaft setzt voraus, dass Institutionen wirklich funktionieren. Und das haben wir auch mit dem Plan für den Wiederaufbau Italiens, bringt das zum Vorschein. Wir brauchen bessere Institutionen, nicht nur die mehr Autorität üben. In den letzten Jahrzehnten haben wir gesehen, dass wir, um bessere Institutionen zu bekommen, der bessere Weg schien zu sein, diese Institutionen einzelnen Personen zu vertrauen. Oft hat man gedacht, man kann komplexen Organisationen durch einzelne Personen zu ersetzen. Es ist das Phänomen der Personalisierung der Politik. Oder man kann es sagen, die Macht wird vertikalisiert sozusagen. Die Apparaten, die Organisationen werden als Kostenverursacher gesehen. Und wir sehnen uns oft nach jemandem, der entscheidet. Wir wollen einfache Lösungen, auch für Probleme, die sehr komplex sind. So wird oft die kommt oft vor, dass die Politiker direkt nach dem Vertrauen des Volkes fragen. Und das kommt aus der Kommunikation. Wir wollen unmittelbare Lösungen. Diese Unmittelbarkeit bedeutet, dass wir keine mittlere Stationen haben. Und in Italien wurden von den Leuten, die das Grundgesetz gemacht haben, diese mittlere Schichten wurden als sehr wichtig gesehen. Und dort hat man auch die Kunst der Politik gelernt. Und heute wollen wir diese Mittelbarkeit nicht mehr. Und hier haben wir zwei wichtige politischen Institutionen. Und wir haben einerseits das Europäische Parlament. Es ist ein der größten Parlamente der Welt. Und der Präsident wird innerhalb des Parlaments benannt oder erwählt. Auf der anderen Seite, wir haben Präsident Frederica, der direkt vom Volk gewählt wird. Und diese zwei Eigenschaften, und wenn diese Präsidenten gewählt sind, die sind nicht mehr Ausdruck nur deren, die sie gewählt haben. Sie müssen sich um das Gemeinwohl kümmern. Und trotzdem heute sehnen wir uns danach, dass wir uns praktisch nur mit einer Seite uns identifizieren. Also wie kann man eine sehr großen Institution vorstehen, wenn man nur Ausdruck eines Teils ist? Und so müssen wir dies von einem ersten Beitrag ausgehen, der vom Präsident Sassoli.
Heute ist vielleicht die schwierigste Zeit für Europa in der jüngsten Geschichte. Und so bin ich wirklich sehr dankbar, Präsident Sassoli hier unter uns zu haben und übergebe ihm das Wort. Guten Abend. Ich möchte mich für die Einladung bedanken. Wie oft in der letzten Zeit lädt uns der Meeting ein für tiefe Überlegungen. Und auch die Herausforderung lädt uns ein, die Herausforderungen einzunehmen, die aus der Wirklichkeit kommen. Auch wenn die Probleme immer komplexer werden. Auch der Titel, der Mut, ich zu sagen, man kann ihn in unterschiedlicher Weise deuten. Zum Beispiel, man kann sagen, wir müssen unsere Verantwortung einfach stärken. Wir müssen die Teilnahme am Sozialleben für jede Person stärken und auch die Situation des Covid ist sozusagen ein Scheideweg. Es lässt uns unterscheiden zwischen einer Welt, die wir kennen, und eine neue Szene, deren Deutung für uns schwierig ist und wir müssen verstehen, welche Rolle wir haben. Vieles ist uns nicht klar. Und wir können nicht einfach in die Geschichte zurückblicken. Wir können nicht zur Welt vor Covid zurückkehren. Aber es gibt auch eine große Angst, die uns nicht erlaubt, mit voller Kraft neue Seiten zu schreiben. Wir dürfen keine Angst vor der Krise haben. Wir müssen nicht passiv bleiben. Aber das ist eine Zeit von großer Gefahr, auch von großen Möglichkeiten, weil all das, was wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, wo wir Demokratie entwickelt haben, das alles muss heute standhalten. Es gibt globale Prozesse, die im Gange sind. Unsere Idee von Person, die Tatsache, dass die Universalrechte, die integrale Entwicklung der Person sind halt unsere Art, die Herausforderungen anzugehen. Wird das reichen? Ein neuer Humanismus ist möglich, aber ist nicht selbstverständlich. Und wir alle sollten dem Präsident Mattarella dankbar sein, dass er uns aufgefordert hat, unser Personalismus zu aktualisieren. Wir müssen auf der Höhe der Herausforderungen der jetzigen Wirklichkeit sein. Und wir brauchen Zeugen in Fleisch, Lebensgeschichten, Freudensgeschichten. Und die Lehre von Papst Franziskus ist sehr herausfordernd für die Katholiken. Und es ist kein Wunder, dass auch unter den Katholiken einfach die Haltung einnimmt, einfach sitzen und mal erstmal abzuwarten. Die Radikalität des Evangeliums fordert uns heraus in der Begegnung mit dem anderen. Und fordert uns heraus, in der Geschichte zu leben mit der Kraft derjenigen, die aufbauen. Nicht der Egoismus, die von einem Liberismus, der sich für allmächtig fühlt,
unterstützt wird. Die Idee der Person ist, hat untrennlich mit den Organisationen zu tun, mit den Organisationen, die auch eine Rolle der Vermittlung üben. Es gibt keine Freiheit ohne die Freiheit des Nachbarn. Es gibt keine Freiheit, die um uns Knechtschaft gibt, Ausbeutung. Und es gibt keine Freiheit der Person ohne die Freiheit der Gemeinschaften. Garmoren hat sehr gut geschrieben. Er ist 100 Jahre alt, aber er hört nicht auf, uns zu helfen. Er hat geschrieben, das Einzige, was die Freiheit schützen kann, ist die konstante Anwesenheit im Gewissen der Menschen, dass sie einer Gemeinschaft angehören und dass man dieser Gemeinschaft gegenüber verantwortlich ist. Die Pandemie sagt vieles über uns selbst, hat uns gezeigt, wie abhängig wir von den anderen sind und wie sehr wir die Politik mit der Person verbinden können. Ja, sie hat uns gezeigt, welche Instrumente wirklich nützlich sind für die neue Herausforderung, hat auch uns gezeigt, wie wir zerbrechlich sind, was wir verbessern müssen. Die Covid-Krise, die Corona-Krise, hat uns sehen lassen, in welchen Aspekte unsere Demokratie besser werden muss und wo die internationale Gemeinschaft sich ändern muss. Diese Lehren sind vielfältig. Wir dürfen sie nicht in eine Schublade bringen. Zuerst die Person. Die Person, keine Krise, keine geopolitische Krise darf uns den Willen wegzunehmen, unsere Werte zu vergessen, wie wir im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Und wir dachten, das, was wir erreicht haben, ist wichtig nur für den Westen. Und der Westen braucht nicht niemand anderen. Und das Fortschreiten der Pandemie hätte zu viel anders ausgehen können, als es wir erlebt haben, wenn wir die Europäische Union nicht gehabt hätten. Wir hätten Konflikt unter den Nationen. Denken wir nur an das Thema Forschung für die Impfstoffe. Mittel für die Arbeitslosen, wir hätten die Freizügigkeit in Frage gestellt, den Schengen-Vertrag. Wir hätten die Schulden nicht gemeinsam angehen können. Wir hätten die nationalen Ökonomien nicht stützen können. Wir haben eine Reaktion gezeigt. Wir haben eine Revolution erlebt in 5 Schritten. Und ich möchte hier zusammenfassen. Die Regeln des Filkers Compact wurden außer Kraft gesetzt bis 2022 und wir denken über das Szenario nach Covid nach und wir brauchen neue Regeln. In der Europäischen Aktion, der Europäischen Union, die um die Arbeit und Familien zu schützen, ist das Verhältnis Schulden, Bruttoinlandsprodukt größer geworden. Drittens, wir haben den Paradox gelebt, dass wir nie gesehen haben, so viele Ressourcen zur Verfügung zu haben, als in einem Moment der Krise, so wie jetzt. Das gab es davor nicht. Und es ist eine Form der Vergemeinschaftung der Risiken unter Akteuren, die vor der Krise das kategorisch ausschließen. Die Institution, die Europäische Zentralbank hat Anleihen der Staaten gekauft und man
Dieses Prozentsatz kann von 25 bis 33% gekauft, damit wir keine Krise der Spreads auf den Finanzmärkten erleben. Das heißt, das Programm der Ankauf der Anleihen von der Zentralbank hat so diese Schulden, hat diese Schulden vertretbar gemacht. Und letztens, wir müssen diese Ressourcen sinnvoll einsetzen. Das, was wir in Italien haben, das Geld, was zur Verfügung gestellt wird, muss ausgegeben werden mit klaren Zielen, wie die Digitalisierung, die Transition zur ökologischen Industrie. Und diese Ziele wurden von der Europäischen Union vorgegeben. Und hier auch der Europäische Parlament wird die Aufgabe innehaben, alles zu garantieren, dass das funktioniert. Und das alles war erfolgreich. Familien und Betrieben wurden geschützt, soweit es möglich war. Und diese Krise war somit viel anders als die Krise im Jahr 2009. Es ist eine makroökonomische Revolution, die dazu beiträgt, dass das, was wir zahlen, dafür zahlen werden müssen, ist weniger kritisch dank der Rolle der Zentralbank. Im 2009, die Finanzkrise hat viele Ersparnisse gekostet. Und wir konnten nicht wirklich mit expansiven Finanz- und Geldpolitik diese Krise angehen. Heute, die Staaten der Europäischen Union haben mitgewirkt, in dieselbe Richtung gearbeitet und die Fiskalpolitiken und die Geldpolitiken haben gewirkt. Und das haben wir zum Beispiel in Italien gesehen. Und wir haben schon 90 Milliarden zur Verfügung, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Wir haben so neue Gebiete betreten. Und jetzt, dass wir gesehen haben, dass das makroökonomische Szenario hält, müssen wir nicht einfach Schritte zurück machen. Es wäre unvernünftig, dass den Fiscal Compact, die Ziele des Fiscal Compact wieder in Kraft zu setzen. Was würde bedeuten, auf einen Schulden-Bruttoinlandsprodukt-Verhältnis von 60% zu kommen? Das wäre ein Suizid. Alle Staaten, nationale Staaten würden darunter leiden und die Europäische Union würde auch massiv darunter leiden. Es ist also wesentlich, dass die 5 Schritte, die wir jetzt aufgelistet haben, bestätigt werden. Und hier wird alles sehr politisch, weil die Herausforderung, und wir sehen viele Akteure, die auf dem Status quo pochen, es muss uns bewusst werden, dass das, was wir in der Pandemie gemacht haben, soll die neue Politik, ökonomische Politik der Union werden. Und so stellt sich eine wichtige Frage. Diese Ressourcen, diese Politiken, sollen sie aufhören mit dem Ende der Krise der Pandemie oder diese Ressourcen, die wir für die Pandemie und die daraus entstehende Sozialkrise, sollten diese nicht werden, die neue Struktur, die neue Grundlage für europäische Politiken und somit auch ein Ansporn sein für die Erneuerung der europäischen Institutionen. Das ist wirklich kein Spiel. Das ist die Frage, aus der die all anderen Fragen kommen. Daraus wird auch unsere Antwort auf die
Wandlung der Industriepolitik Richtung einer grünen Entwicklung in der Vergangenheit. Und so umso mehr bestätigen, was wir hier gemacht haben, diese Herangehensweise als definitiv zu haben, wird uns erlauben, eine viel klarere, positive politische Rolle auf der internationalen Ebene zu spielen. Und gerade in diesen Tagen merken wir, wie wichtig das ist. Wenn wir uns nicht verabschiedet hätten von den Mechanismen, die bis vor 2 Jahren gültig waren, heute hätten wir heute die Ergebnisse vorzuweisen, die wir erreicht haben. Das ist die große Herausforderung, die uns bevorsteht. Der neue Weg durch den Next Generation EU gibt die Möglichkeit, dass eine neue Politik Fuß fasst. Wachstum für alle, Entwicklung für alle. In den nächsten 3 Jahren sollen die Grundlage gebaut werden für die nächsten 20 Jahre. Und der Erfolg oder der Misserfolg werden viel von Italien abhängen. Wenn Italien die neuen Ressourcen gut verwenden wird, dann werden wir diese 5 Schritten, diese neue Balance zwischen Risiken und Ressourcen, werden uns erlauben, neue Seiten in der europäischen Geschichte schreiben. Und wir werden Risiken und die Ungewissheiten dieser Zeit mit Verantwortung und Kohärenz anzugehen. Wenn wir Misserfolg erleiden werden, dann würde das Italien viel kosten, aber es würde auch viel Europa kosten. Wer denkt, in Klammer zu stellen, das, was wir gelebt haben, ist nur eine Notsituation und wir müssen einfach zurück zu den vorherigen Politiken zurückkehren, das würde Europa in einer strukturellen Krise verlagern. Also wir müssen diese Zeit leben. Wir dürfen nicht mehr nur in Notsituationen, mit einer Notsituation-Mentalität arbeiten. Ja, wir sind von einer Notsituation ausgegangen, aber dank der Arbeit der europäischen Institution können wir das neue Europa aufbauen und ein erneutes Italien in einem erneuten Europa. Das ist das Wichtigste in dieser politischen Zeit, in dieser politischen Phase. Das ist die Priorität unserer Agenda. Wir haben eine Regierung, der wir Stabilität fragen. Es ist eine Regierung, die aus keiner normalen politischen Formel entstanden ist, aber es wäre kurzsichtig, diese Erfahrung zeitlich zu befristen. Das wichtigste Spiel wird in Europa gespielt und mit der Europäischen Union müssen wir die nationalen Politiken einfach vereinbaren. Und wir brauchen nicht nur Krisen zu überwinden. Das Interesse des Landes, und es stimmt aus meiner Sicht mit dem wahrsten in europäischen Interessen. Wir brauchen, dass diese Instrumenten, die wir benutzt haben, permanent werden. Und so sehe ich, dass die Mission dieser Regierung wird seine Aufgabe erfüllen, nicht nur indem man die Ressourcen ausgibt oder die Impfung vollbringt, aber wir müssen auch dazu beitragen, dass Europa eine neue Seite
schlägt. Europa ist ein politisches Projekt und nicht nur ein Mittel, um eine schwierige Zeit zu leben. Die Stabilität ist wichtig und das ist wichtig, damit wir diese neue Entwicklung in Europa für Investitionen und für die soziale Gerechtigkeit stützen, vor der Pandemie. Gab es Regeln, die eigentlich die Solidarität benachteiligt haben. Oft war nur die gab es nur starre Regeln, die den Wachstum behindert haben. Jetzt die neuen Instrumente wie Green Deal und so weiter, das alles, was ihr kennt, wurde einfach gestärkt durch die Instrumente, die wir allen unseren Staaten zur Verfügung gestellt haben. Und so können wir heute eine Strategie der Veränderung unternehmen. Wir können sagen, dass können wir wirklich sagen, dass wir möchten, dass Europa zurückgeht zu dem, was er früher war. Viele von euch denken, dass der Green Deal weitergehen muss, dass wir die Bankenunion einfach das Vetorecht aufweichen soll. Wir müssen die Werte stärken, dass das Solidaritätsprinzip uns ermöglicht, gemeinschaftliche Politiken zu entwickeln. Wenn Europa die Gemeinschaften stärken wird, dann wird die Kraft haben, Zivilrechte auf der Welt zu verteidigen. In den letzten Tagen war ich in den baltischen Staaten, Litauen, Estonien. Und sie haben wirklich große Fragen über die Sicherheit des Territoriums von Europa. Und diese Guerilla, die haben Angst vor Guerilla-Methoden, die sie leben können. Und wir müssen sie schützen. Wir brauchen hier Lösungen und das ist prioritär für uns. Und dasselbe gilt für die humanitären Krisen im Mittelmeer, zum Beispiel jetzt im Afghanistan. Es ist klar, dass das Drama in Afghanistan auch etwas mit Europa zu tun hat. Die Niederlage des Westens fragt uns, welche Rolle wir im globalen Kontext spielen wollen. Aber wir sollen nicht nur Zuschauer sein und die nur in Ohnmacht stehen. Die verwundete Gewissen unserer Völker würden einfach verblasen, wenn wir keine gemeinsame Verantwortung auf der Ebene der Europäischen Union finden. Wir müssen die nicht eine Kluft in der Atlantik zu bauen, aber wir müssen etwas mehr gemeinsam haben, was wir bisher nicht gemacht haben, die Außenpolitik und die Verteidigungspolitik. Und wir werden mal sehen, welche Schritte wir unternehmen werden gegenüber der neuen Machthaber in Afghanistan. Aber es gibt eine ethische Pflicht, Sicherheit zu garantieren für die Menschen, die mit uns in der letzten Zeit gearbeitet haben. Wenn wir denken, wie wir denken, dass die Kraft der Diplomatie, dann werden wir immer bereit sein, mit den Menschen in Dialog zu stehen, auch mit den Leuten, die sehr anders als uns sind. Aber wir brauchen immer zwei Parteien, wenn man sprechen will. Wir brauchen uns nicht an einem Tisch hinzusetzen, wenn die zweite Seite es auch nicht so tut. Und das hat auch mit dem Maß an Solidarität, die wir innerhalb Europas zeigen werden. Eine Gesundheitspolitik
ohne eine gemeinsame Gesundheitspolitik, wie werden wir Herausforderungen nach dem Covid angehen können? Ohne eine Politik der gemeinsamen Verteidigung, wie können wir uns verteidigen gegen die Bedrohungen der autoritären Regime? Ohne eine gemeinsame politische Politik, wie können wir mit China reden? Wie können wir ohne eine politische Einigung in Europa die Bewegungen der Flüchtlinge in der nächsten Jahre angehen werden? Italien spielt in all dem eine entscheidende Rolle. Und die Stabilität Italiens ist eine Vorbedingung dafür in kurzfristig und langfristig. Wir sind ausgegangen von den Herausforderungen der globalen Welt, wir sind von den Ängsten ausgegangen. Wir sehen Risiken, wir erleben Druck, aber, liebe Freunde, wir heute müssen die Regeln der globalen Welt mitschreiben. Und wir können das. Und wir müssen glauben, dass diese Möglichkeit für uns besteht. Wir müssen die persönliche Verantwortung in der europäischen Dimension bündeln. Und das hatten wir auch vor Covid verstanden, aber jetzt wird es noch verständlicher. Und das hatten wir schon vor 2 Jahren mit Ihnen gesagt. Nur gemeinschaftliche Souveränität Europas kann die nationale Ebene stärken. Und das hat sich für wahr erwiesen und das ist immer wahr. Der Mut, ich zu sagen, ruft mich auf zu einer persönlichen Verantwortung, aber auch kollektiven Verantwortung an. Und wir Europäer sind wir gerufen, an der Befreiung des Menschen wieder mitzuwirken. Danke. Ich möchte dem Präsidenten Sassoli vom Herzen danken. Hier haben wir die Stimme des Europäischen Parlaments gehört. Er hat uns gesagt, wie sehr sich die europäische Politik verändert hat. Vor 10 Jahren, wenn wir denken an all dem, was in Griechenland passiert ist. Wir brauchen jetzt ein Europa, der das Wachstum, nicht nur der Austerity. Er hat uns beschrieben, wie die Europäische Union sich verändert hat. Aber die Frage, die er gestellt hat, diese Veränderung ist zeitlich begrenzt? Ist es nur für die Pandemie oder soll es die neue Grundlage sein? Und das, was er sich gewünscht hat, sein Beitrag ist für uns eine Hoffnung, weil wir
möchten, dass wir nicht nur in der Notsituation eine Lösung finden. Und ich möchte ihm auch danken für die Bemerkungen, die er über Afghanistan gemacht hat und die Rolle, die die Europäische Union spielen kann, indem man versucht, dass diese Transition, die wir auch in Afghanistan leben, nicht nur ein Schritt zum Status quo ist. Und so möchte ich kurz mit den anderen zwei Gästen sprechen, denen ich auch danke. Und ich möchte dem Wort Professor Cassese übergeben. Und ich möchte fragen, aus Ihrer Sicht, jetzt sehe ich Sie. Wir sehen Sie auf unserem Bildschirm und wir hoffen, Sie bald in Präsenz wiederzusehen. Aus Ihrer Sicht, ich möchte Sie fragen, Sie analysieren unsere Institution seit langem. Diese Veränderungen, die auch im Falle des Europäischen Parlaments sehr wichtig sind, tiefgreifend sind, damit wir den Bedürfnissen der Menschen näher sind. Diese Veränderungen sind Veränderungen, wie werden diese Veränderungen von den Institutionen überhaupt erlebt? Diese Veränderung in der Beziehung zwischen Macht und Demokratie, was kennzeichnet unsere Zeit jetzt insbesondere Art und Weise? Ich möchte beginnen mit dem Zitat, was du ge genannt hast von Papst Francisco. Helmut Schmidt, er war noch nicht Kanzler zu der Zeit und sagte, Europa lebt aus den Krisen. Dieser Satz wurde von einem Franzosen zitiert und weitergeführt. Europa, nicht nur lebt Europa von Krisen, aber die Lösungen, die wir an jede Krise geben, werden auch die Steine für den Aufbau Europas sein. Und damit möchte ich unterstreichen, was Präsident Sassoli gesagt hat. Und der Punkt ist, dass diese Ansätze für die Krise einfach stabil werden. Oder denken wir kurz nach. Es gibt drei Probleme. Woraus besteht diese Vertikalisierung der Macht? Wie wirkt sich das auf die Demokratien aus? Und wie können wir diese Vertikalisierung gestalten? Der erste Aspekt, also welche Form hat diese Vertikalisierung? Wir haben auf der Welt 2000 Institutionen, die Regeln vorgeben. Das heißt, viele Aspekte der Macht, sie liegen nicht nur im Staat, sondern auf einer überstaatlichen Ebene. Das heißt, die Ebene ist weiter sozusagen nach oben gegangen. Und hier kann oft nur eine Person pro Staat teilnehmen. Und so gibt es eine Vertikalisierung und gleichzeitig eine Personalisierung. Und jetzt auch beim G20, dort wird nicht da gibt es nur der Präsident, der Ministerpräsident, gehen nicht die gesamte Anzahl der Minister. Und so werden sehen wir und gleichzeitig
Und wir können sehen, dass Europa die Impfstoffe als alleiniger Käufer die Rolle übernommen hat. Und die Staaten werden dann, wenn das die Staaten gemacht hätten, dann hätte es Kompetition gegeben. Und das ist ein Zeichen der Einheit, aber es gab diese Käufe wurden auf eine andere Ebene gebracht. Und das hat bedeutet, dass diese Spending Power der Europäischen Union vor dieser Zeit hat Europa sehr viele Regeln gegeben, aber auf der Finanzebene war wirklich sehr klein. Und jetzt mit den Eurobonds und auch mit der ungleichen Verteilung der Ressourcen, die daraus entstehen, wird die Europäische Union ein Finanzplayer. Und das ist ein wichtiger Aspekt, ein externer Aspekt der Vertikalisierung. Und der interne Aspekt ist negativer zu sehen. Die Krise der Parteien. Die Parteien als soziale Organisation, die Parteien als peripherische Strukturen in den kleinen Gemeinschaften, in den Peripherien der Städten. All das existiert praktisch nicht mehr. Die Anzahl der Italiener ist gestiegen gegenüber vor 70 Jahren, ist 10 Millionen. Aber die Anzahl der Menschen, die in einer Partei aktiv sind, ist nur ein Achtel von dem vor 70 Jahren. Das heißt, die Partei hat an Kraft verloren und der Leader ist immer wichtiger geworden. Und das trägt zur Personalisierung bei. Und zur Vertikalisierung trägt es bei. Und die Parteien haben dementsprechend eine Krise erlebt. Und der Artikel 49 der italienischen Konstitution gibt es den Menschen die Freiheit, sich in Parteien zu versammeln, damit man hier damit wir diese Freiheit haben, unseren Meinungen Ausdruck zu geben. Und jetzt sind die Parteien Leader und nur die Wähler. Und das hat natürlich Folgen. Und wir sehen hier, dass die Natur dieses Phänomens hat zwei Komponenten. Die Funktionen gehen nach oben, die Gesundheitsaspekte gehen nach oben, zum Beispiel Kauf der Impfstoffe. Und dann gibt es eine Ebene der Person, der Ministerpräsident oder die einzelnen Minister, Wirtschaftsminister und so weiter. Immer mehr wird eine Person berufen, den Staat in den internationalen Gremien zu vertreten. Und dann haben wir positive und negative Entwicklungen. Wir haben neue Aspekte für die Teilnahme. Die Tatsache, dass der italienische Ministerpräsident den G20 teilnimmt, ist natürlich wichtig. Und dass die Tatsache, dass das Wirtschaftsminister auch den Meetings der Welthandelsorganisation teilnehmen kann, ist es natürlich wichtig, weil da können wir einfach die gemeinsame Welt gestalten. Aber es gibt einen negativen Aspekt, weil diese Vertikalisierung entnimmt dem Volk eine Macht, die
eigentlich vorher in diesen kleineren Organisationen wie die Parteien ausgeübt würde. Aber was können wir tun, um dieses Phänomen entgegenzusetzen? Wie können wir Basis und Spitze wieder vereinen? Wie können wir, also weil die Machtzentren entfernen sich von der Gesellschaft, wo wir oft in den letzten 2 Jahrhunderten wollten wir, dass die Machtzentren nahe der Gesellschaft bleiben. Es gibt zwei Instrumente: das Völkerrecht, internationales Recht. Ein Politiker des vergangenen Jahrhunderts hat Alberto Ma sagte, dass die internationale Organisation der Arbeit müsste nicht nur die Teilnahme an diesem Gremium sollte nicht nur die Minister sein, sondern auch die Gewerkschaften, sondern hier vertreten sein. Und es gibt heute eine Organisation, die aus drei Seiten steht. Es gibt die Gesellschaft und der Staat. Und das ist eine Möglichkeit. Der weitere Aspekt ist das Behaupten der Rechte der Völker. Und das haben Sie kurz zitiert zu Beginn, Professor Simoncini, das Thema Demokratie zu exportieren. Wir haben vergessen, das, was wirklich grundlegend ist. Es gibt zwei Dokumente der Vereinten Nationen und dort wurde bekräftigt ein Recht der Völker auf die Demokratie. Wenn wir einmal bekräftigen, dass die Völker Recht auf Demokratie haben, dann gibt es eine neue Situation für all die, die Zweifel haben, ob die Demokratie wirklich in einem Land, in ein neues Land sozusagen eingeführt werden kann. Und dann gibt es ein internes Problem. Und hier müssen wir sagen, zu welchem Ergebnis der Istat gekommen ist. Die politische Teilnahme, die nicht nur mit Wahlen zu tun hat, da sind nur 8% der Menschen tätig. Und wir müssen schauen, dass sehr viele Menschen die Sehnsucht haben, politische Schulen zu haben, weil wir sehen, dass Politik nicht mehr in den Parteien geübt wird, es wird anderswo gemacht. Und so brauchen wir neue Erziehungsstellen, weil die Parteien diese Aufgabe nicht mehr machen, nicht mehr ausüben. Und so möchte ich zum Schluss kommen mit dem, was ich beginnen habe. Europa lebt aus Krisen, aber wir müssen diese Krisen nutzen und wir sollen diese temporäre Institutionen, die temporäre Lösungen sollen stabil werden. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, die Sie, Professor Simoncini, zu Beginn gestellt haben. Können wir uns auf die Institutionen verlassen? Die Antwort ist ja, wenn die Institutionen den Menschen dienen und nicht die Menschen den Institutionen dienen sollen, wie oft in der italienischen Geschichte leider der Fall gewesen ist.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Professor Cassese. Ihre Bemerkungen haben diesen Ausgleich zwischen tiefe Erfahrung, aber auch die Fähigkeit, etwas zu erneuern, neue Szenarien zu zeichnen. Die Analyse, die Sie gezeigt haben, die Sie uns gesagt haben über diese Vertikalisierung, kommt zusammen mit den Lösungsansätzen, die Sie uns geschildert haben. Um die Vitalität der Demokratie wieder zu beleben. Die Möglichkeit, dass die Gesellschaft in den Institutionen eine Rolle spielen kann und der Meeting hat immer versucht, diesen Raum zu haben. Aber diese Idee der Teilnahme, man braucht nicht nur einen Raum in den Institutionen zu haben, sondern auch eine Teilnahme zu ermöglichen. Und deswegen bedanke ich mich. Es sind Gedanken, die in der Geschichte des Meetings auch Beispiele finden können. Und so möchte ich mich nun bei Präsident Fedriga bedanken und ich bin dankbar, dass die Verbindung doch zustande gekommen ist. Präsident Fedriga, Sie arbeiten für eine Region, Friaul Venetien. Sie sind eine Institution, die direkt vom Volk gewählt wird. In diesem Fall vom Volk in der Region Friaul Venetien, Jülich Venetien. Sie haben auch eine Rolle für die Konferenz Staat-Regionen Italien. Also Sie sehen nicht nur die Rolle der Regionen, sondern auch die Verbindung mit dem Staat, mit unserer Republik. Aus Ihrer Sicht, wir sehen diese Vertikalisierung, die Mechanismen sollen nur von einer Person geleitet werden. Eine Person muss entscheiden. Auf der anderen Seite, Sie sind für alle da. Sie haben diese Verantwortung für das Gemeinwohl. Sie müssen alle Sichtweisen irgendwie vertreten. Und diese Transition, die Gedanken von Professor Cassese, wie sehen Sie all das aus Ihrer Sicht? Ich möchte mich für die Einladung bedanken und ich bin ein wenig traurig, nicht präsent zu sein und ich hoffe, in den nächsten Jahren präsent zu sein, wenn Sie mich wieder einladen würden. Ich möchte meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen, dass für die ganze Bemühungen, für die Anreize, die Sie während des Meetings geben, insbesondere für den Aufbau des Italien von morgen und auch diese neuen Ideen, die aus dem Meeting kommen. Ich hatte mir etwas vorgenommen für dieses Treffen, aber nach den Ausführungen von Präsident Sassoli und Professor Cassese möchte ich nur zwei Sachen unterstreichen. Das erste ist die Stabilität. Die Stabilität ist gegeben durch Prozesse, durch die Mechanismen, die sozusagen von einer Wahl getragen sind. Wenn die Stabilität von anderen Mechanismen getragen wird, dann wird es Folgen geben. So müssen wir aufpassen, dass die Stabilität nicht dazu führt, dass das Volk in seinen möglichen Wahlmöglichkeiten eingeschränkt wird. Und so denke ich, dass Stabilität muss durch Prozesse der Auswahl kommen, die demokratisch legitimiert werden müssen. Und das Modell der italienischen Regionen
Ich denke, das ist ein positives Beispiel für die Stabilität. In Italien, die Zentralregierungen sind sehr oft von Instabilität gekennzeichnet worden. Und nur wenige Länder haben so viele Regierungen erlebt wie Italien. Das Modell in den Regionen, wo der Präsident einfach direkt gewählt wird, das hat zu einer Stabilität geführt, 5 Jahre Regierung auf regionaler Ebene. Und nach dieser Zeit können die Mitbürger einfach entscheiden, ob man das Vertrauen wiedergeben kann oder eben nicht. Und dieses Modell entstand als sozusagen Versuch, um das auf nationaler Ebene zu verwenden. Aber wir können nicht denken, dass ein System, das so zerbrechlich ist, was die Stabilität angeht, es kann nicht zu einer wirklichen klaren Position Italiens im internationalen Kontext. Ich teile, was er gesagt hat. Ich denke, dass die Perspektive, die heute die Europäische Gemeinschaft hat, ist ganz viel anders als das, was man in der Vergangenheit hat und das begrüße ist. Aber zu viele, dieser ständige Wechsel von Regierungen, Ministerpräsidenten und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass in den internationalen Gremien die Vertreter Italiens, G20, Welthandelsorganisation, wenn wir zu oft mit neuen Personen da sind, dann werden wir Möglichkeiten verlieren, Einfluss zu nehmen. Und wir sehen, dass Länder, die eine größere Stabilität, auch was die Personen angeht, haben eine größere Rolle gespielt. Also die Stabilität ist etwas Wichtiges, dass wir nicht nur guten Willen brauchen, wir brauchen Reformen, auch für diese Stabilität. Stabilität bedeutet nicht, dass wir immer wieder irgendwie regieren. Und oft ist es passiert in unserem Land, dass in der Veränderung, in der parlamentarischen Krisen, die wir gehabt haben, viele haben nicht einmal die Zeit gehabt zu regieren und da war die Regierung schon wieder abgewählt. Und ich denke, dass die Regionen hier ein Modell darstellen können. Und ich möchte nicht die Zeit strapazieren. Ich möchte auch sagen, was mich betrifft oder was auch das war die Konferenz der Staatsregionen, in der ich tätig bin. Wir müssen aufmerksam sein. Schauen, dass wir weitere Kompetenzen auf die Regionen geben können. Wenn wir zum Beispiel an die Pandemie denken, wir haben die Regionen haben wirklich geholfen und ihre Rolle war richtig. Und ja, wir haben Kompetenzen, die auf nationaler Ebene bleiben müssen. Und es gibt Kompetenzen, die auf europäischen Ebene beheimatet sein müssen. Aber es gibt auch Kompetenzen, die auf regionaler Ebene bleiben müssen. Gerade in Italien, wo die viele Unterschiede, die wir haben, eine Eigenschaft unseres Landes und die müssen eine Antwort finden und diese Antwort
müssen auf dieser Ebene gefunden werden, weil es gibt keine, nicht immer Antworten, die für alle richtig sind. Und hier, wir müssen gemeinsame Ziele haben und diese Antworten müssen auf regionaler Ebene gefunden werden. Und auch das Gesundheitswesen, wir haben eine einzige ein Gesundheitswesen, was zentral gesteuert wird, ist in Kalabrien. Und ich denke, wenn das lokal gesteuert gewesen wäre, wäre das zu besseren Ergebnis gekommen. Aber auch was das PNRR, ich denke auch für die Steuerung des Wiederaufbau, die Regionen wirklich Protagonisten sein müssen. Nicht, weil wir unsere Rolle großreden wollen, aber wenn wir keine gemeinsame Verantwortung haben zwischen Nationalstaat und Regionen, weil ich möchte immer hervorrufen, dass diese Ressourcen aus Schulden kommen und wir müssen hier das Gut ausgeben, damit etwas Großes daraus kommt. Aber wenn hier die Institutionen nicht zusammenspielen, dann werden wir diese Gelegenheit verpassen. Und ich hoffe, dass auch die Regierung Draghi, dass dieses neues Kapitel auch zu diesen Ressourcen gespielt hat. Und ich hoffe, dass wir vermeiden können, dass das PNRR ein Erfolg wird und nicht ein Misserfolg. Und die Regionen können hier ihren Beitrag leisten als wichtiger Teil der Republik, dem sie können der Regierung unterstützen und auch der Europäischen Kommission unterstützen und auch das Komitee der europäischen Regionen in Europa ist eine Gelegenheit, hier zu unterstützen. Aber wenn wir denken, dass es Institutionen geben kann, die alleine alles lösen können und alles vertikalisiert werden kann, dass wir laufen das Risiko, dass das zum Misserfolg der Institution beitragen kann. Die Institutionen müssen den Bürgern dienen. Sie müssen gut organisiert werden, um die Dienste zu um Dienste für die Leute zu anbieten zu können. Wenn wir nur an die internen Prozesse denken für die Institutionen, dann wird nicht reichen. Und wir müssen alle die Gelegenheit nutzen von der Pandemie. Wir müssen dieses Überwinden der Pandemie ist nicht nur die Verantwortung einer Regierung, einer Region, es ist die Verantwortung einer Gemeinschaft und wir müssen das gemeinsam meistern. Vielen Dank für die Gelegenheit, die mir gegeben habt, hier zu sein. Ich möchte mich bei Präsident Fedriga bedanken, um diesen Gesichtspunkt gezeigt zu haben. Und nur aus einer Mitarbeit unserer Republik und nicht nur heute haben wir ja mit der Stimme des Europäischen Parlaments begonnen. Nur wenn die Institutionen miteinander in Dialog bleiben. Nur wenn, wie Professor Cassese gesagt hat, wenn sie sich sehen als Diener der Person und der Gemeinschaft und nicht umgekehrt, die Institution für die Person. Und Präsident Sassoli hat heute gesagt, die Worte in Erinnerung rufen, die Präsident Mattarella uns gesagt hat. Wir müssen eine neue Art, die Konstitution zu lesen, entwickeln, die nicht nur personalistisch ist.
Wir haben gesehen, wie Europa sich verändert hat. Wir haben gesehen, wie die Regionen sich verändert haben. Das Herz dieser Veränderung ist diese zentrale Rolle der Person und ihrer Beziehung. Institutionen für die Person, für die Gesellschaft. Es ist notwendig, dass die Gesellschaft auch die Einheiten, die Gruppen, die aus Standing Meeting besteht, ist es die einzige Möglichkeit, dass dieser Vertikalisierung der Macht etwas entgegenzusetzen. Sonst werden wir nur versuchen, einfache Lösungen für schwierige Probleme zu entwickeln. Und diese Abkürzung ist nicht der Weg, den wir hier gehen. Hier denken wir, dass der Dialog eine wichtige Rolle hat, um die beste Lösung zu finden, damit das Ideale und die Praxis im Einklang kommen. Ich bedanke mich bei Präsident Sassoli, Professor Cassese, Präsident Fedriga, und ich wünsche allen einen schönen Meeting, den Menschen, die hier sind und auch denen, die mit uns in Verbindung sind über Streaming oder Video on Demand.